Hallo und herzlich willkommen bei uns im Museum König zu Hause. Ich bin René und heute erzähle ich euch etwas über den Plateosaurus, den ihr hinter mir sehen könnt. Dieses Exemplar heißt XL und ist tatsächlich eines der größten Exemplare seiner Art. Mit einer Länge von 8 Metern und einem Gewicht von 2 Tonnen hat er schon eine bedeutend große Größe erlangt. Plateosaurier sind die ersten Dinosaurier, die überhaupt in Deutschland gefunden worden sind. Bereits 1837 wurde Plateosaurus von Meyer beschrieben, was ihn damit zum fünften Dinosaurier macht, der überhaupt von uns gefunden worden ist. Doch er ist nicht nur einer der ältesten Dinosaurier in unserer Zeitrechnung, sondern auch in der gesamten Erdgeschichte. Vor 217 Millionen Jahren trampelte dieser Dinosaurier durch Gebiete wie die Schweiz, wo aus dem wir ihn zum Beispiel gefunden haben, und auch in Deutschland herum. Das heißt, solltet ihr mal in den Süden Deutschlands fahren, könntet ihr vielleicht einen Plateosaurus finden. Plateosaurus ist zum Beispiel mit den großen Sauropoden verwandt, die ihr hinten in der Ausstellung sehen könnt. Dazu gehören Diplodocus und Apatosaurus. Und bereits im Alter von 217 Millionen Jahren hat Plateosaurus schon einige besondere Eigenschaften, die ein großer Sauropode haben muss. Einen kleinen Kopf und einen langen Hals. Den brauchte er natürlich, um möglichst energieschonend viel Nahrung aufnehmen zu können. Was aber wichtig ist, und deshalb ist die Zeichnung hinter mir leider ein bisschen falsch, Plateosaurus läuft immer noch auf zwei Beinen. Das kann er noch, weil sein riesiger Schwanz als Gegengewicht das ganze Körpergewicht ausbalanciert. Wie würdet ihr eigentlich einen Plateosaurus machen? Macht es doch einfach mal zu Hause. Bastelt entweder mit Knetmasse oder mit Hilfe von Klopapierrollen und Pappe einen Plateosaurus nach. Und schickt uns dann mal das Ergebnis. Vergesst ihn natürlich nicht mal schön anzumalen, denn wir wissen, Dinosaurier waren nicht alle grau und braun, sondern hatten viele verschiedene Farben. Ich hoffe, euch bald hier begrüßen zu dürfen bei den Dinos, die noch bis zum Ende April diesen Jahres zu sehen sind. Bis dahin, macht es gut!